So ist das, ne? Abends, die Frau kommt und dann ist ihr Platz aber schon besetzt. Ja, wir haben es uns hier gemütlich gemacht. Ich gucke hier gerade den Studentenplaner. Guck mal, wie süß Mochi ist, ne? Der nimmt sich einfach sein Kuscheltier. Eins seiner vielen Kuscheltiere, er hat ja viele. Mochi, ne? Können wir mal gucken. Alles, was so unten ist im Erdgeschoss an Kuscheltieren, Spielzeug, ist immer alles Mochis. Jetzt tu doch nicht so, Justus. Jetzt willst du da jetzt echt diesen Staudenplaner dir angucken. Das Ding haben wir schon seit zwei Jahren. Ja, weil du geguckt hast. Und du hast nie da reingeguckt. Das guck ich auch mal. Ja, ich habe ich dachte, es gibt ein neues fünf Projekt. Verschiedene Blumen, aber es gibt mehr als fünf verschiedene Blumen. Ich habe tatsächlich ein neues Projekt und da ist der Staudenplaner ein wichtiges Utensil. Wer klaut die Stauden? Und ich ärgere mich, dass ich damit nicht schon vor 10 Jahren angefangen habe. Tja. Hat zufällig jemand Erfahrung mit Staudenplaner? Bitte schreib mir das mal in die Infobox, in die Kommentare unten rein. Und schreib mir mal, was für Stauden du so zu Hause hast. Man will ja immer die ganze Zeit was Blühendes haben, deswegen muss man immer gucken. Dauerblüher. Ja, und Standort muss man gucken. Ne? So. Also ich würde mich ja da gerne hinsetzen irgendwie, aber... Mochi, geh mal runter. Also ich muss sagen, normalerweise geht er nicht einfach so aufs Sofa. Hat seinen Namen verstanden. Guck mal, wie sehr er sich freut. Nein, habe ich. Er wiegt ja noch nicht 50 Kilogramm. Nein, gerade gewogen. Mhm. 46. 46, noch nicht 50. Seine Eltern wiegen 65, also... Hat oh Gott, Justus die ganze Zeit, er wird noch 100 Kilo schwer werden. Nein, nur 65. Mhm. Noch 20 Kilo mehr. Ne? Ich weiß nicht, warum du das immer sagst. Immer sagst du, er wird noch größer. Er wird nicht mehr viel größer, ist nur noch breiter. Ist er denn nicht groß genug? Stimmt's? Er soll nicht breiter werden, er soll schlank klein sein. Und so süß. Er ist besser für die Gelenke. Ich finde es schon krass, dass er ein Jahr alt ist. Ne? Komm her, guck. Guck mal so von unten nach oben, das liebe ich dann, wenn er mit seinen Augenbrauen so. Oh. Siehst du das? Wenn seine Augenbrauen so hoch und runter geht. Okay. Ja, Justus ist müde. Ja, ich bin müde. Ach was? Er hat gesagt, er hat eigentlich jetzt keine Lust, mit der Community zu reden. Doch, ich sag, wie bitte? Ja, ich habe gefragt, das ist der Inhalt des Videos. Und hat sie gesagt, Überraschung. Was? Ja. Nein, Justus, das ist keine Überraschung. Das ist das, was weswegen ich geheult habe heute. Also ich würde es dir gerne erzählen, aber ich versuche mich jetzt mal dahin zu setzen. Ja? Er will sowieso auf deinen Schoß. Ja, ich heule in letzter Zeit ein bisschen viel. Mhm. Aber das wie dem fünften Kind wieder, ne? Ist das oder noch was anderes? Zweiter Hund? Keine Ahnung, weiß ich kaum. Ja, zweiter Hund, auch ein Thema, über das ich ja nicht mit dir sprechen kann. Ja, ja. Was hast du gesagt? Der zweite Hund lernt dann von dem ersten Hund. So ist es, so ist es. Wenn er 2 Jahre alt ist, dann ist es perfekt, einen zweiten Hund. Gott sei Dank habe ich diese Diskussion dann erst in einem Jahr. Ja. Das hat mir meine Hundetrainerin erzählt. Ja. Ich habe sie so mal einfach so aus Interesse gefragt. Ja. Wie ist das denn mit so einem zweiten Hund? Wann ist der richtige Zeitpunkt? So wie beim Baby, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und meint sie, ja, wenn er 2 Jahre alt ist, dann kann man sich einen zweiten Hund holen, weil dann ist er aus dem Gröbsten raus, kennt alle Kommandos, ist gut trainiert und kann das wirklich schon dem Welpen alles beibringen. Das kann mir gerne jeder hier bestätigen, der mehr Hundehalter ist. Luki, komm her. Warum holst du jetzt Katzen her? Luki, komm her. Lass die Katzen doch. Ja, komm her. Warum denn? Ja. Der will nicht hierher wegen Mochi. Nee, das Mal ist er auch wieder obwohl Mochi. Oh, siehst du diese kleinen Fliegeviecher überall? Justus hat die hier reingeholt. Das stimmt doch gar nicht. Doch, du hast diese komischen... Das sind deine Pflanzen. Nein, du hast die Muttererde hier neu gepflanzt und da waren diese ganzen, wie heißt die nochmal, Trauermücken. Ja, nennt sie und Trauermückenbefall. Ich mache so schöne Beete, ja, extra hier drin und die muss ich alle rausstellen, weil Nancy hat hier Trauermücken gefunden. Mochi. Ach, Cookie kommt. Cookie kommt, dann kommen die auch. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich hassen oder aus dem Weg gehen, ne? Hund und Katzen. Wollten viele ja auch ein Update haben. Aber es ist ja auch nicht so, dass sie sich lieben. Und Mochi ist halt auch so ein aufdringlicher Kuscheltyp. Ja. Er will halt immer so richtig... Er will ganz einfach am Popo reden. Ja, dann werden wir unten dann mal kuscheln. Cookie, komm. Nee, Cookie möchte nicht, guck. Möchte nicht. Nee, Mochi. Liebe ist einfach zu heftig. Das hat nicht geklappt, ne? Ach Justus, war zum ersten Mal war er auch in der Hundeschule, das hast du ja noch gar nicht erzählt.
Apropos Hund, so wenn er hier unfair. Schon das war so den ganzen Platz einnimmt. Wieso unfair? Erzähl, komm. Das will ja, jetzt es jeder hat, nicht, wissen. Hat echt nicht gut geklappt. Also ich sollte Fahrrad fahren mit ihm. Und er hat mich gehorcht, aber auch nur, weil er vorher hatte er zwischen 2 und 4 Kilo Vogelfutter gefressen. Und warum? Wer wirklich, war da schuld? Ja, ja. Ich wusste ja nicht, dass er Vogelfutter frisst. Ja. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Und er musste die ganze Zeit ganz dringend weg. Und hat da ein Vogelfutterhäufchen nach dem anderen gelegt. Ja. Und konnte sich dabei nicht konzentrieren. Das erste Mal. Und er hat sowieso nicht so gut auf mich wie die Nancy, aber da hat er gar nicht gehört. Das hat sich angehört. Er hört nicht so gut auf dich wie Nancy. Ja, ach so, nein. Also Nancy hört natürlich auch nicht auf mich, aber er hört auf Nancy viel mehr als auf mich. Ja, weil ich ja auch diejenige bin, die immer mit ihm trainieren geht, wenn du das machen würdest. Ich gehe jeden Tag mit ihm stundenlang spazieren. Ja, aber das ist ja keine Erziehung. Das ist nochmal was anderes. Ja, das habe ich schon gemerkt. Eigentlich würde ich gerne einfach nur spazieren gehen, in die Welt hinausgucken und ich ständig dann immer Training des Hundes auch noch zusätzlich machen, aber das geht nicht. Und dann komme ich immer nach Hause von der Hundeschule und dann zeige ich Justus, was er schon alles Tolles kann. Und dann ist Justus ganz überrascht. Ja, er kann so rechts und ist bei Fuß, ist er bei dir aber linken Seite. Bei mir ist er immer auf der rechten Seite. Wir machen Seitenwechsel. Aber wenn ich mit ihm rede, kapiert er das auch. Natürlich. Das ist denn dann die rechte Seite? Hier ran oder was? Hier ran. Hier ran. Und links ist immer Fuß. Weil, oh, das habe ich ja gar nicht erzählt. Ich habe ja erzählt, ich habe schon viel erzählt, ne, was ich alles mit ihm mache. Mantrailing, Leinenbefreiung, läuft aktuell alles. Dazu gekommen ist Begleithund. Ja, ich habe Großes mit ihm vor. Und Schulhund. Also, wie nennt man das? Schulhund oder Besuchshund, so nennt man das. Auch noch mit dazu. Ja, also alles, was mit Gehorsamkeit zu tun hat, das liebe ich, mit ihm zusammen zu machen. Alles, was so mit Sport zu tun hat, so Agility, sowas ist ja alles nichts für ihn. Deswegen bleiben wir bei Gehorsamkeit. Da ist er richtig gut drin. Da ist immer der Beste. Und dann habe ich mich angemeldet zum Fahrradworkshop, also Fahrradlernen mit Hund. Und dann war ich aber krank an dem Tag. Und dann habe ich Justus darum gebeten, da hinzugehen. Hat er wirklich gemacht. Ja, und dann war das halt, hat es nicht so gut geklappt. Leider. Es hätte bei dir auch nicht gut geklappt. Ich bin mir ganz sicher, hätte bei dir auch auf die Toilette gehen müssen. Ja, aber ich trainiere das trotzdem noch zu Hause. Ich sabotiere dich das nächste Mal. Ich fütter ihn das nächste Mal, kurz bevor du zum Training gehst, fütter ich ihn mit 3 Kilo Vogelfutter. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen, ne? Nee, ich finde ja, das echt. Aber Justus meint, ich glaube, du fandest es auch peinlich. Er hat nicht gehört, er hat immer weggezogen. Und dann irgendwann ist er dann wirklich mit mir und dem Fahrrad ins Gebüsch gerauscht. Okay. Der Film ist vorbei. Oh, dann müssen wir jetzt erstmal die Kinder ins Bettchen bringen. Es ist schon spät, aber wir haben noch nicht die Kinder ins Bettchen gebracht, deswegen machen wir das erstmal. Und danach muss ich dir was erzählen. Warum ich geheult habe. Warum ich geheult habe. Und meine Community wird das erfahren, Justus. Okay. Cool. Bin ich schuld? Du bist immer schuld, Justus. Willst du auch was trinken? Ja, gern. Ist dein Film jetzt auch vorbei schon, oder? Ja. Kein Glas mehr. Ich gebe dir ein großes. Ich glaube, ich habe endlich gecheckt, wofür diese Gläser da sind. Die speichern viel, viel besser Kälte. Also zum Beispiel, wenn man da Eiswasser reintut, dann haben die 2 Stunden gehalten. Ja? Ja. Nee, eigentlich ist das ja dafür, dass wenn du zum Beispiel was Heißes reinmachst, dann verbrennst du dir nicht die Finger, wenn du das dann anfasst. Das ist ja so doppelwandig. Okay. Anscheinend funktioniert es auch anders. Also mein Freund und ich haben da Eiswürfel reingetan und das hat dann super lange gehalten. Aha. Habt ihr also gestern diese Gläser benutzt, ja? Ja, heute. Heute Mittag. Ich hatte ja volle Bude mit großen Jungs. Gott sei Dank muss ich ja nicht kümmern. Nee, da muss ich mich nicht kümmern. Bei großen Jungs. Warst du ja auch schon fertig? Nö. Klar. Nö, sag da einfach. Hier ist der Schaumplaner. Lass dich überraschen. Ich habe natürlich nicht nur ein Gemüsebeet, Obstgarten geplant, sondern es soll natürlich auch wunderschön werden. Und zwar mit wunderschönen blühenden Blumen, möglichst das ganze Jahr über. Und dafür gibt es diesen Staudenplaner. Welche Farben man möchte, welche Höhe man braucht, für welchen Standort und so. Manche Menschen können es tun, manche Menschen sollten es. Manche Menschen müssen es eigentlich geben. Genau, siehst du? Waren das wieder Männergespräche? Ja, genau. Von denen ich mal wieder keine Ahnung habe. Muss er raus? Kann das sein? Ja, ich glaube auch.
Ja, ne? Muss ja, er muss. Ich wollte ja noch was erzählen. Also, heute war ich so traurig, weil ja, einfach ein Traum geplatzt ist. Und irgendwie stand das quasi schon fest, dass es klappt dieses Jahr. Und dann so einfach mit einer Nadel die Seifenblase kaputt gemacht. Aber gut, du weißt ja, dass wir Asien-Fans sind. Wir waren ja jetzt jedes Jahr, wo es möglich war, irgendwie in Asien eine große Reise gemacht. Wir waren in China, dann waren wir letztes Jahr in Thailand. Und dieses Jahr hatten wir auch wieder geplant, eine große Asienreise zu machen. Und zwar in ein Land, was ich ja, mir schon sehr, sehr gewünscht habe. Und auch die anderen. Also ich musste sie nicht lange überreden oder so. Und eigentlich wollte ich dir das so, weißt du, ganz besonders erzählen, was wir geplant haben. Aber das jetzt sowieso nicht klappt, kann ich es ja einfach so sagen. Wir hatten geplant, dieses Jahr nach Südkorea zu fliegen, als Familie, zu sechst. Ja, das ist ja ein riesengroßes Abenteuer gewesen, weil ich einfach aktuell ein sehr, sehr großer Korea-Fan bin. Ich finde, dass Südkorea auch aktuell sowieso im Trend ist, wenn man das so sagen kann, wenn überhaupt ein Land im Trend sein kann. Ich finde, Südkorea hat das irgendwie geschafft, total im Trend zu sein, egal ob mit Korean Skincare, mit K-Pop-Musik, mit K-Dramen, also wirklich in jeder Kategorie war wirklich ausgezeichnet gut. Koreanisches Essen natürlich, oh mein Gott. Wir gehen so gerne koreanisch essen und kochen das auch zu Hause so, so gerne. Justus guckt auch immer mit mir die Filme und so. Und wir waren schon echt jetzt sehr weit mit der kompletten Planung der Reise. Flug, wussten wir schon ganz genau, wann es losgehen soll. War auch sogar schon reserviert, die Plätze. Von der Planung her hatte ich natürlich großes Vor in Korea. Erstens war natürlich essenstechnisch. Du weißt, ich bin total verfressen und schon wieder so einer. Guckst dir an. Siehst du sie hier krabbeln? Eine Trauermücke. Schlimm. So, wir haben aber jetzt diese biologische Waffe gekauft. Also diese ganzen Gelbsticker, die bringen ja nicht wirklich was, ne? Die ziehen natürlich nur die erwachsenen Tierchen an, aber die, die jetzt in der Erde sind, diese ganzen Bruteier und sowas, die werden auch angegriffen jetzt von der biologischen Waffe. Da gibt es ja diese kleinen Tierchen, die sie dann auch aufessen. Oh Gott, hört sich das schlimm an. Naja, aber muss sein, sonst hat man hier überall alles voller dieser Trauermücken. Sogar der komplette Plan stand fest. Ja, genau, also Hotels wurden schon vorgeschlagen, also die haben wir noch nicht gebucht, aber wurden schon vorgeschlagen und vor allen Dingen haben wir immer ja straffes Programm. Wenn wir irgendwo hinreisen, dann wollen wir nicht irgendwie nur am Strand rumliegen oder so. Jetzt als blödes Beispiel, aber wir sind jetzt keine Strandurlauber, die da irgendwie nur 2 Wochen lang die Sonne auf einen scheinen lassen, sondern wir wollen was erleben, wir wollen Kultur sehen, wir wollen die Städte sehen, wir wollen die Menschen kennenlernen, wir wollen uns unterhalten, wir wollen ja so richtig das echte Leben, ganz, ganz viel Kultur aufsaugen. Und da hatten wir auch schon einen riesigen Plan mit erster Tag das, zweiter Tag das, dritter Tag das, so wie in Thailand. Da haben wir auch einen straffen Plan gehabt, wir haben so viele tolle kulturelle Sachen auch gemacht. Ich wollte zum Beispiel, jetzt lacht mich nicht aus, aber ich wollte unbedingt, ja wie nennt man das, Make-up-Beratung, Farbberatung. Also ich wollte mich schminken lassen wie diese Korean K-Pop-Stars oder K-Dramen-Stars. Ja, da gibt es ja immer so eine bestimmte Art, sich schminken zu lassen. Wie ist denn Loki rausgekommen? Ups. Okay, du musst rein. Ja. Oh, Justus hat so den Garten schon total umgeändert. Okay. Aber das siehst du jetzt nicht, das zeige ich dir ein anderes Mal. Okay. Was denn? Und, hat er gemacht? Ja. Hat er? Ja, nein, hat er nicht. Also, ja. Nein? Ja, nur klein. Nur klein, das reicht doch. Ja. Also, er hat einen Kuscheltierbund gehabt. Hieß eigentlich, dass er groß muss. Wir wollten uns auch verkleiden, komplett in diese traditionellen Trachten. Und ganz besonders leckere Restaurants habe ich mir rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du diese Mukbang-Videos guckst, aber du weißt ja, ich gucke sowas, diese ASMR-Sachen. Und da gibt es immer diese eingelegten Sojakrebse roh. Und oh, das sieht immer so lecker aus, wenn ich das esse. Nee, das wollte ich auch unbedingt probieren. Was hatten wir noch alles auf dem Plan, Justus? Fällt mir jetzt alles gar nicht mehr ein. Achso, wir wollten natürlich verschiedene Städte besuchen. Ach ja, vor allem ganz viel Kultur mitmachen. Ne? Ja, und dann total Vorfreude. Ich total in meinem Südkorea
Dream Bobblebläschen. Und dann sag mein Mann, nee. Nee. Und dann dachte ich, wie nee. Ich meine, vor allen Dingen, wir wollten ja jetzt schon los, ne? Also, es ist jetzt keine Reise, die irgendwann nächstes, übernächstes Jahr ist, sondern wir wollten jetzt eigentlich schon los. Wir wollten schon neue Koffer kaufen und ja, ich wollte schon anfangen zu packen. Ja, insgesamt war es nachher dann doch zu teuer mit 4 Kindern und die müssen ja alle ihren eigenen Sitz bekommen. Ja, Flugticket, ne? Da zählt nicht irgendwie Kindertickets, was gibt es nicht? Das ist ja schon mal... Das ist schon mal die Hälfte der Kosten der kompletten Reise. Also entweder man sagt dann wirklich, wir specken das komplett ab und sind im Hotel und machen alles auf eigene Faust. Und da haben wir zu wenig vorgeplant. Oder man macht das halt wieder mit Guides und dann wird das wieder, hat das wieder jeglichen Rahmen gesprengt. Also was machen wir jetzt? Also man muss einfach für so eine Reise muss man richtig viel planen und vor allem auch viel selber machen. Ja. Aber es hat mir so gut gefallen, weißt du, in Thailand mit diesen Guides, die ja auch Deutsch gesprochen haben, die uns echt viel erklärt haben. Super viele Hintergrundinformationen, die man so nicht bekommen hätte. Also vielleicht hätte man das irgendwo nochmal auf einer Seite im Internet nachschlagen können. Aber so viele kulturelle Vor-Ort-Informationen, ja, das hätte man sich gar nicht selber aneignen können. Also es wäre schon ganz gut gewesen, die Guides. Deshalb haben wir eben auch gesagt, nee, also wenn wir schon extrem teuer dahin fahren und dann vor Ort sind, dann wäre es auch schon ganz gut, wenn wir dann auch diese Guides hätten, weil wir wollen ja nicht nur zum Einkaufen nach Korea fahren und da irgendwie. Obwohl ich natürlich Skincare eingekauft hätte. Ja. Das hätte man, man kann ja auch hier Korean Skincare kaufen, ja, wäre günstiger, als wenn man den Flug bezahlt. Okay, ich glaube, das ist ein anderer Flair. Das hat dann irgendwie nicht gepasst. Und dann würde ich auch gerne Asien abschließen. Was? OMG, ja genau. Also entweder wir fahren jetzt nochmal nach Korea oder nach Japan. Wirklich, wir planen das jetzt wirklich nach den Sommerferien. Ganz viel Vorlauf und dann Flug buchen. Und dann würde ich gerne nach Westen fliegen. Aber ich mag zum Beispiel. Ich mag nur Asien. Ja, wir können ja auch in Amiland in Chinatown. Gibt's ja auch was. Ist nicht was dasselbe. Was? Ist nicht dasselbe. Gibt es das eigentlich in New York? Chinatown? Little China? Ja, ja, bestimmt. In London gibt es das. Und das war auf jeden Fall war auch sehr cool. Reizt mich irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sag ich doch. Das ist genauso wie, als wenn du in China zu einer Würstchenbude... Nein, das meine ich nicht. Mich reizt allgemein nur Asien. Okay, dann noch Singapur. Singapur reizt mich jetzt nicht so. Boah, die sprechen da Mandarin, habe ich jetzt gerade gehört. Ja, das und? Cool. Das bringt dir doch nichts. Ja, aber ich habe ja so einen Translator für mich. So einen ganz privaten. Ja, also ich weiß nicht, wir haben alles schon fertig geplant gehabt und dann jetzt einfach abgesagt. Aber können wir schon sagen, was wir stattdessen geplant haben oder lieber noch nicht? Lieber noch nicht, ne? Bitte nicht. Ja, dieses extrem kurzfristige. Wir sagen noch nicht, was wir stattdessen, aber wir haben natürlich immer einen Plan B. Also ich hätte hier zu Hause auch sehr viel zu tun. Ich auch, mein Staudenplan. Ja. Und ich meine, wir haben ja hinten so eine ganze Poollandschaft. Und die kann jetzt mein Gemüsefeld. Die kann auch wieder in Betrieb genommen werden. Ja, dein Beet, was du machen wolltest, das, was ich ja was jetzt ich mache. Immer noch mache, ja, was ja, ich ja. immer noch mache. Und was du ja, du willst ja jetzt noch ein anderes Beet haben. Und wo sind meine Hühner? Ja, das auch noch. Und dann ist immer eine Frage, also da reichen ja dann die 7 Tage, die du mir gibst, nicht aus. Ich gebe dir doch keine 7 Tage. Ja. Ich sag heute. Ja, heute. Nein, was wir damit sagen wollen, bei uns steht trotzdem noch weiterhin viel an. Wir haben natürlich uns Sachen vorgenommen für dieses Jahr. Es klappt ein sehr großes Ding nicht, aber wir haben auch noch andere Pläne. Und da halten wir dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Schreib mir gerne, was du dieses Jahr geplant hast an Reisen. Vielleicht gibt es da ein paar Inspirationen für uns. Schreib mir das in die Kommentare rein. Und für heute verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hast du schon wieder dein Spielzeug hier geholt? Nein, er will drauf rumkauen. Ich möchte nicht. Ich möchte das gerne wieder reparieren. Und sie sagt Tschüss. Tschüss. Er riecht aus dem Mund. Oh, guck mal. Tschüss. Er hat wirklich Tschüss gesagt. Moshi, High Five. Yes.